Ja. Das kennt wohl jeder, der mit einer Bimetallsäge in Holz bohren will. Es klappt nicht so wirklich, denn das Ding wird erstens tierisch heiß und zweitens die ganzen Späne, die verstopfen alles. Das heißt, immer wieder rausziehen, immer wieder säubern und immer wieder neu ansetzen. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch eine ganze Menge Nerven. Und in der heutigen Ausgabe von Werkzeug TV wollen wir Ihnen die passende Lösung präsentieren. Deshalb habe ich mir Andreas Lang von der Firma Famag eingeladen. Hallo. Hallo Daniel. Ja, grüß dich. Zu der Firma Famag muss man ja eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ihr seid eigentlich die Spezialisten, wenn es um Bohren in Holz geht. Und nächstes Jahr feiert ihr großes Jubiläum. Ja, nächstes Jahr werden wir 150 Jahre alt. Boah. Wir produzieren also im Standort Remscheid seit 1865 Holzbearbeitungswerkzeuge. Mhm. Und beschäftigen uns halt auch viel mit Innovationen. Und da haben wir natürlich für deinen Anwendungsfall auch eine ganz spezielle Geschichte parat. Okay, also eine geballte Ladung an Erfahrung bringst du mit. Und du hast uns die Multipurpose-Lochsägen mitgebracht. Richtig. Was steckt hinter dem Namen? Und zwar handelt es sich hierbei um eine hartmetallbestückte Lochsäge. Mhm. Wie du eben schon richtig erwähnt hast, ist es sehr problematisch, mit der Bimetall-Lochsäge in Holz zu arbeiten. Ja. Weil eine Bimetall-Lochsäge klassischerweise ein Metallbearbeitungswerkzeug ist. Also lag nicht nur an mir? Nein, nicht nur. Okay. Hier bei der Multipurpose-Lochsäge haben wir halt relativ breite Hartmetallzähne. Mhm. Die sind nach außen hin auch ein wenig angeschrägt. Mhm. Und wir haben hier sehr große Spanräume. Okay. Das heißt, hier entsteht kein Sägemehl bei der Holzbearbeitung, sondern richtig Späne. Und dadurch kann ich sauber und in einem Zug auch in so böse Werkstoffe wie MDF arbeiten. Okay, ja, wir haben mich gerade sozusagen den Amateur gesehen. Jetzt kommst du als Profi mit dem Profi-Werkzeug. Vielleicht zeigst du es einfach mal, wie es richtig geht. Also man sieht schon, die Späne, die fliegen dir um die Ohren, was aber gut ist, weil sie dann natürlich nicht drin stecken bleiben. So soll es sein. Und ganz schnell, ganz sauberes, ganz feines Loch. Richtig. Der Clou an der Geschichte ist halt noch, wir haben hier ein patentiertes Schaftsystem. Mhm. Und zwar hast du immer das Problem, den Kern wieder aus einer Lochsäge rauszubekommen. Genau, da war es früher so, da musste man dann einen Schraubenzieher nehmen und hier aus diesen kleinen Löchern, die wir hier überall haben, da musstest du reinfummeln und musstest den Kern entfernen. Das fällt hier weg. Warum? Genau, so sieht's aus. Ich habe hier an jeder Lochsäge eine integrierte Aufnahme. Und du siehst hier an der Aufnahme einen Druckknopf. Und wenn ich den drücke, kann ich einfach die Lochsäge auf dem Schaft zurückziehen, den Kern vom Bohrer nehmen und sofort weiterarbeiten. Okay. Also Schicht für Schicht. Du siehst halt, man ist mit dieser Lochsäge wesentlich schneller als mit einer Bimetall-Lochsäge. Mhm. Jetzt gibt es noch so einen klassischen anderen Problemfall in der Anwendung. Sagen wir mal, wir haben einen Kabeldurchlass an einem Schreibtisch. Ja? Und der hat ungefähr die Größe. Und auf einmal kaufe ich mir einen neuen Laptop, kaufe mir noch einen neuen Bildschirm. Also es kommen Kabel und Kabel hinzu und das wird irgendwann zu klein. Und jetzt will ich das vergrößern, aber da ist immer die Schwierigkeit, wie finde ich eine passende Zentrierung, um wieder genau über dem Loch anzusetzen. Da habt ihr euch auch was einfallen lassen. Ja, genau. Da gibt es auch bei diesem Schaftsystem eine spezielle Lösung. Und zwar habe ich bei jedem Lochsägensystem, wie du schon erwähnt hast, immer das Problem, dass ich eine Lochsäge, die keine Zentrierung hat, niemals sauber angesetzt genau, bekomme. Genau, da gibt es dann so ein Rumgeeierer, auf gut Deutsch gesagt. Bei diesem Lochsägensystem gehe ich einfach her, ich ziehe die große Lochsäge auf dem Schaft zurück, nehme meinen ursprünglichen Durchmesser und setze mir den noch mit hier vorne auf den Schaft auf. Okay. Jetzt benutze ich im Prinzip die kleine Lochsäge als Führungszapfen für die große und kann die jetzt hier eben anschneiden lassen. Und wenn die Lochsäge einmal angeschnitten hat, die große, baue ich das Ganze zurück und kann meine Bohrung mit der großen Lochsäge machst das Kleine machen. Raus und du hast ja sozusagen hier so eine Führungslinie. Genau. Genau. Also super funktionell, super praktisch. Das Ganze funktioniert aber nicht nur in Holz, sondern wir haben es hier schon aufgebaut, auch auf anderen Materialien, Fliesen oder Stein. Das ist richtig. Ich kann diese Lochsäge praktisch in alle Holz- und Plattenwerkstoffe einsetzen, aber auch für die Werkstoffe, die im Trockenbau vorkommen, Rigips, Gasbeton, Ziegel, selbst Wandfliesen bis Rezerte 6 sind kein Problem. Also ist so ein kleiner Alleskönner, kann man sagen. Jawohl. Was ich nicht kann, ist halt Metall und Beton. Okay. Ansonsten ist sie universell einsetzbar. Wollen wir es vielleicht auf der Fliese nochmal ganz kurz zeigen? Gerne. Ich habe jetzt hier eben mit einem hartmetallbestückten Vorbohrer vorgebohrt. Mhm.
Und jetzt einfach einen langsamen Gang in die Bohrmaschine. Man sieht, auch in einer Fliese macht die eine ganz feine Bohrung. Saubere Bohrung. Ja. Andi, du arbeitest viel auf Messen. Da ist immer die ganz große, die Gretchenfrage sozusagen. Nachdem man in die Fliese gebohrt hat, bohrt er dann auch trotzdem noch in Holz? Das da sagen immer alle, nee, das geht dann nicht mehr so richtig. Ne? Doch, kann man auch ganz leicht demonstrieren. Ich mache es gerne nochmal eben schnell. Du siehst, die schneidet wie am ersten Tag. Okay, also überhaupt kein Problem. Es gibt das Ganze natürlich in so einem schönen Set, was ihr immer anbietet. Es gibt diese Lochsägen im Durchmesserbereich von 16 bis 330 mm. Und dann haben wir natürlich auch, wie bei allen unseren Werkzeugen, viele verschiedene Sets im Angebot, wo dann halt wirklich für den Anwender speziell abgestimmte Abmessungen dann sind. Okay, also man darf ja nicht im Vorfeld gratulieren, deswegen gratuliere ich noch nicht erst nächstes Jahr dann zum 150. Aber ich glaube, wir haben alle gesehen, warum ihr schon so lange im Geschäft seid und warum ihr wahrscheinlich auch noch die nächsten 150 oder 200 Jahre existieren werdet. Ich danke dir, dass du das uns alles gezeigt hast. Danke dir. Und danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Ausgabe von Werkzeug TV wieder. Ciao.